Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Ori and the Will of the Wisps. Ja, wo wir das letzte Mal ein bisschen aufgeräumt haben, würde ich sagen. Relativ erfolgreich. Was hat es denn eigentlich hier mit den Spinnen-Icons zu tun? Das ist wahrscheinlich die eine, der wir schon gesprochen haben. Können wir ja mal gucken, ob wir hier auch noch welche finden. Ja, Spinnenwesen. So, können wir auf dem Weg zurück mal mit denen reden. Und dann wäre der Plan, ich würde ganz gerne eigentlich mal zum Dorf zurück und ein paar Sachen erledigen. Wir haben noch einen Samen, wir haben Erz und wir haben zu viel Geld in der Tasche, sodass wir uns vielleicht noch ein bisschen was auf der Karte hier aufdecken können. Das würde ich gerne machen. Die Dunkelheit hat uns umgeben. Wir erinnern uns an nichts anderes. Ja, die Augen sind auch so süß. Eigentlich ganz putzig. Es gab immer nur die Dunkelheit und Mutter. Die Helligkeit macht uns ein wenig Angst. Oh, dann müssen sie vor uns ein bisschen verschreckt sein, oder? Hattest du auch Angst vor unserer Dunkelheit? Ja, ein bisschen. Ehrlich gesagt schon, die war ein bisschen fies. Die war ein bisschen fies. Aber jetzt habt ihr hier ein sehr schönes Zuhause. Oh, es ist auch mal schön, einfach ein paar liebe Kreaturen hier zu sehen. Mutter sagte, sie habe das Tor versiegelt, um uns zu schützen. Etwas kam von oben. Es veränderte alle, die es berührten. Und es veränderte Mutter, obviously. Aber jetzt ist sie zurück, dank dir. Schön. Was, wenn wir nochmal sprechen, dann ist das Gleiche. Okay. Ist ja nicht immer so. Bei weitem nicht. Ja, so viel dazu. Wir müssen das jetzt allerdings auch nicht machen. Wir könnten uns da einfach rausteleportieren. Hier war da noch irgendwo... War hier nicht... Ah, hier links war ein Bereich, den wir noch nicht hatten. Ich würde da gerne nochmal hin. Vor allem, wenn wir jetzt das Licht haben, würde ich das vielleicht als erstes mal versuchen. Kann ich mich an dem Sabba hochziehen? Nein, das funktioniert offenbar nicht. Okay. Das ist ja nicht so schön. Den hier. So. Gut. Jetzt nach dem Megakampf, ganz ehrlich, da habe ich jetzt vor denen eher weniger Angst. Alles gut. Alles gut. Ja, hier ist der Teleporter. Wir müssen aber nach links und dann... Nach links und dann noch nach oben und dann irgendwie... Ah ja, genau. Nach links und dann nach oben und dann irgendwie. Das ist der Plan. Oh, oh, ein bisschen zu weit. Ein bisschen zu weit. Zu energetisch. Sag mal, die haben doch vorher was anderes hier geworfen, oder nicht? Haben die schon immer rumgespuckt? Das ist doch die Stelle, wo wir hier die Energie haben. Bin ich sicher. Ah, Mist, ich muss hier, warte mal, ich muss was anderes ausrüsten. Und zwar das Heilen. So. Da nehme ich mir die Energie. Zack. Ja. Bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, so ungefähr. Nee, lasst mich. Lasst mich. Lasst mich alle. Lasst mich. Lasst mich alle. Und relativ schnell. Oh ja. Es geht ganz gut. Haha, wie ich mich da geschützt habe. Ah, interessant. Du hast schon wieder eindeutig zu viel Asche. Eindeutig zu viel. Da müssen wir was gegen tun. Da muss ich mir. Aua. Da muss ich mir was ausdenken. Hier kann man, glaube ich, lang, ne? Da muss ich mir was ausdenken. Oh, oh, oh. Kaum sind die Bierdeckel alle. Hat der Kabi zu viel von allem. So. Geil. Es wird sich natürlich gleich zeigen, warum es eine schlechte Idee ist. Wow, eine schlechte Idee ist, hier hinzugehen. Nein. So, da wirst du wohl mal. Dankeschön. Mann. Also, die Frage ist natürlich, können wir hier runter? Und die zweite Frage ist, sollten wir da runter? Aua. Das ist offenbar stachlig. Ah, da ist auf jeden Fall, ja, da ist. Oh, hier ist aber immer noch dunkel, ne? Sollten wir den Blitz nehmen? Es geht. Ach du Heilige, wo sind wir denn hier? Wohin sind wir denn hier geraten? Ah, eine Energiezelle. Ja,
Oder ein Fragment, besser gesagt. Puh, es gibt ja auch keine mehr. Ja, aber du hast ja irgendwie 20 Stück gekriegt. Hätte ich das jetzt nicht sagen sollen. Kleine Bonuspackung. Hm. Hast du die denn eigentlich schon verteilt? Das ist die Frage. So. Zack. Ja. Ah, hier können wir aufmachen. Das ist gut. 98% haben wir. Oh, ich habe hier was verpasst. Deswegen haben wir nur 98%. Ach so. Ach so. Ja, dann muss ich hier immer sterben gehen. Warte mal. Ich gehe mal eben sterben. Komme ich hier durch? Ja. Ist das hier? Hm, das ist... Oh, ich glaube, es war schon aufgedeckt. Stimmt, ja, im Moment ist ein bisschen schlecht. Das, aua, 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 aua. Das ist ein bisschen übel, das stimmt. Vorsichtig. Hä? Hat er sich da selber zerlegt? Ja gut, vielleicht ist hier irgendwo halt noch was versteckt. Oder ist es wirklich irgendwo ein zwei... Ach, hier wahrscheinlich. Ah, wegen diesen zwei Pixeln da. Haben wir jetzt nur 98%. Ja, schade. Naja, gut. Ist jetzt auch nicht so wild. Davon werde ich heute Nacht träumen. Stimmt. Zack. Ich hätte erstmal heilen sollen. Es macht aber überhaupt nichts, weil wir machen jetzt einfach mal Folgendes. Wir werden hier hingehen. Da können wir uns eh heilen, wie wir wollen. Ja. Genau, mach eine Corona-Party. Ist eine super Idee. Zack. So. Und Grom, fangen wir doch mal bei dir an. Hey Geist, ich habe gehört, dass du noch ein Irrlicht vom Licht der alten Weile gefunden hast. Ja, Irrlichter und Geister, die Niven durchstreifen, hätte nie gedacht, dass ich das mal erlebe. Hier geht's wirklich langsam bergauf und nicht nur auf dieser Lichtung. Sehr schön. Dann wollen wir mal gucken, was wir tun können. Wir müssen uns entscheiden. Wir könnten die zwei kleineren Projekte machen oder hat er sich gerade am Hintern gekratzt? Ich bin mir nicht sicher. Oder ist eine große. Also, die Moki haben recht. Bauen ist nur die halbe Arbeit. Ohne ein wenig Dekoration ist nichts wirklich fertig. Ach so, ja, ob das so notwendig ist jetzt. Der Eingang zur alten Höhle sieht aus, als würde er bald zusammenbrechen. Aber wir Gorlek haben bei unserer Flucht in die Minen das ein oder andere über den Tunnelbau gelernt. Mit ein wenig Erz kann ich ihn reparieren. Mhm. Kommen wir dann irgendwo rein, wo wir sonst nicht rein können? Und Behausung zu bauen. Dann würde ich sagen, wir machen mal die zwei kleinen Sachen, oder? Und Deko sparen wir uns. Probieren wir es. Wofür sollen wir es sonst anwenden? Aufwenden? Wie auch immer. Ausgeben. Ich werde mich gleich darum kümmern. Oh. Ah. Mehr Häuser bedeuten mehr Moki. Quolok kann ja nicht alles allein machen, oder? Frag mich, ob wir da jetzt reingehen können und irgendwas kriegen. So, und der Höhleneingang. Gut, mach das so. Mache es so. Aha. Oh, das ist der Höhleneingang, wo ich mich schon mal fragte. Die Höhle ist sicher und kann erkundet werden. Also zumindest der Eingang ist sicher. Sei vorsichtig da unten. Geil, wir haben etwas zu erledigen. Das ist ja bei dem Dude, der seinen Kram verloren hat. Ah, wo ich mich schon wunderte, warum wir da jetzt nichts machen können. Gut. Das war mir wie immer ein Vergnügen. Ganz meinerseits. Dann will ich als nächstes zu dem, ihr wisst schon, zu dem mit dem Samen, der sich damit auskennt. Aber wo ist er? Genau, ich glaube, wir müssen hier hoch. Und noch weiter hoch. Hui. Oh, jetzt bin ich zu hoch. Zu hoch gejumpt. Ja. Sehr gut.
Juli, hast du Samen gefunden? Ja. Klebrige Angelegenheit. Es überrascht mich nicht, dass du diesen Samen in so weiter Ferne entdeckt hast. Schau, wie klebrig er ist. Grassamen haften sich an Reisende, um frische Erde zu finden. Okay, können wir machen. Ich weiß nicht, was der Nutzen ist, aber gut. Also jetzt so für uns. Also egoistisch gedacht, keine Ahnung. Oder da die Tage seit dem Verfall immer dunkler werden, ist für die Lichtfänger immer schwieriger, das Licht für ihre hängenden Lampen zu sammeln. Okay. Ich nehme mal das hier. Gucken, was passiert. Dann fangen wir an. Ah, da kann man jetzt klettern. In meiner Jugend habe ich einmal meinen Bruder im Schlaf mit Grashalmen bestreut. Wer hat das nicht? Ich habe ihre Klebrigkeit unterschätzt. Meine arme Mutter verbrachte Stunden damit, sie wieder zu entfernen. Schön, ich mag den. Ach, haben wir noch einen gefunden? Ach, das kann sein. Dann machen wir das auch. Ja. Dann machen wir das auch. Mehr Bömmels. Okay. Feuermotte. Ja, ich glaube schon. Wunderschöne, glühende Kreaturen. Sie können Lichtfänger nicht widerstehen. Ich glaube jedenfalls, dass es die waren, die wir gesehen haben. Sie fliegen von Knospe zu Knospe und folgen dem Licht. Ja. Ich müsste noch mehr pflanzen. Würde ich schon, aber geht nicht. Nirr. Genau. So. Haben wir das geklärt. Führe dahin würde ich einmal... Geht das hier? Moment. Wie war das? So war das. Hier. Hier hin. Ja. Hey. Ja, der weiß gar nicht, wo er hingucken soll. Hey. Ich bin hier. Ich bin da. Ich bin überall. Und nirgendwo. Ja. Vielen Dank für die Hilfe bei der Erkundung. Ja, das hatten wir schon. Ja. Eine der aufregendsten. Genau genommen sind alle Karten aufregend, doch wenige erfordern solch einen Wagemut von ihren Kartografen. Hat er gerade gesagt, you want cock? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber hey. Lebenszellen offenbaren. Ja, mach das. Jetzt hast du meine Beobachtung auch. Ja, viel Glück. Haben wir jetzt alles? Ich glaube schon. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja. Sogar ganz in der Nähe von Orten, wo wir schon mal waren und andererseits an Orten, wo wir noch überhaupt nicht waren. Wir müssen noch mal gucken, ob wir da irgendwie weiterkommen. Haben wir irgendeinen Skill dazu gelernt, der uns da weiterhelfen könnte, um da diese komische Brücke zu erreichen? Das weiß ich nicht. Werden wir bei Zeiten sehen. Aber was wir jetzt zuerst mal machen können, wäre dem einen Dude da helfen. Ich weiß nicht genau, wo er war. Doch so ungefähr. So ungefähr. Warte mal. Es muss hier irgendwo in so einer Höhle sein. Was haben wir hier? Ist hier was? Nee, hier gehen wir schon raus aus dem Gebiet. Das kann es nicht sein. Oder war das hier unten? Hier unten, genau. Weißt du was? Dann nehmen wir mal einen Shortcut. Ich bin zu faul. Ich nutze das jetzt zeitmäßig überhaupt nichts, diesen Weg zu nehmen, aber hey. Meine Beine werden lahm. Hier. Zack. Geil. Hallo! Grom ist gekommen und hat es für mich aufgemacht. Aber es war ein kleines Loch. Es war kein kleines Loch, es war eine ganze Höhle. Da unten wirst du Licht brauchen. Die Dunkelheit tut weh. Oh nee, nicht schon wieder Dunkelheit, oder? Oh nö. Soll das nicht hier sein? Ach so, hier ist ein... ein Loch hat er aufgemacht. Machen wir doch mal, ja, was sollen wir denn? Heilung brauchen wir nicht mehr, oder? Wir sind einfach so uber.
so OP. Es wird sich zeigen. Auf jeden Fall gibt es hier schon direkt einen Energiedingel, ja. Oh ja, oh ja. Da fängt schon an. Da oben werden wir wahrscheinlich rauskommen wieder. Yo, yo, yo. Ich bin mal gespannt. Ja, 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 wahrscheinlich. Oh, oh, yo, yo, ho, ho. Yo, ho, ho. Oh, hier ist aber schön. Ach, hier ist aber schön. Ich hätte auf unsere Karte mal gucken sollen, ob hier irgendwas ist. Ach so, ja, wo sind wir denn? Mitten im Nix. Mitten im Nix? Wir haben jetzt ja alles aufgedeckt. Theoretisch müssen wir dann ja alles effizient direkt mitnehmen können, aber wir sind hier wirklich im Nichts. Jetzt hier weiter nach unten. Na, kann man hier auf, kann man hier aufmachen? Ah, da ist aber irgendwie ein Zahnrad. Ich geh nochmal zurück. Ja, also uns so ein bisschen können wir... Ach, guck mal, was wir gefunden haben. Sehr gut. So ein bisschen können wir uns ja auch anderweitig wieder beschaffen. Aha, und dann da weiter. Hm. Herzförmige Eichel, du hast eine, ja, ja, ein wertvolles Geschenk, das einem ängstlichen Moki gemacht wurde. Süß. So, dann jetzt wieder zurück irgendwie. Kommen wir denn da irgendwie hier ran? Moment, so. Zack. Oh ja. Oh ja. Hey, nichts passiert. So. Zacki. Schön. Wahrscheinlich wurde dieses Projekt jetzt erst aktiviert, weil wir jetzt uns mit dem Licht hier behelfen können, oder? Könnte ich mir vorstellen. War ja nicht alles immer verfügbar. Gut, dann hier, Moki, guck mal. Meine Eichel, du hast sie gefunden. Ich werde sie nie wieder loslassen. Njo. Gut. Und wir haben wieder ein bisschen was gesammelt. Sehr schön. Können wir hier hochklettern? Nee, schade. Das würde ja auch zu viel Sinn machen. Die Klebrigkeit könnten wir eigentlich auch mal wieder aktivieren. Ne? Inzwischen so viele Slots. Oh, hier ist so schön. Hier ist so schön. Wo ist eigentlich die neue Hütte? Ist das die? Das die? Nee, kann nicht sein. Hier waren wir schon plündern, offenbar. Offenbar. Hm, ist irgendein neues Symbol hinzugekommen? Ich bin mir nicht sicher. Hier ist so viel. Hier ist einfach viel zu viel. Eventuell kommen wir jetzt hier ran. Wegen hier neuen Pflanzen und so. Aber naja, gut. Ist jetzt vielleicht auch nicht so. Könnten auch nochmal hier gucken, was er so hat. Oh, du liebe Güte, ein unbearbeiteter Splitter und auch noch makellos. Ein seltener Fund, oh ja. Die meisten Geistersplitter, die ich finde, wurden bereits geschliffen und auf Hochglanz poliert. Ah, wir haben noch diesen ungeschliffenen Splitter eben, oder? Ich meine, es war auch noch eine Quest. Die Handwerksmeister mit der alten Zeit verstanden ihre Kunst, weißt du? Aber ich werde ihn so gut es geht polieren. Okay. Ach, guck an. Ganz beiläufig. Noch etwas erledigt. Schön. Sehr schön. Also, Energiezelle, Vitalität. Ich meine, für 200 könnte man es fast mal mitnehmen eigentlich. Überladung. Nee. Maximale Gesundheit gegen Energie. Ja, habe ich mir schon mal gewünscht, aber weiß ich nicht. War das mit den fliegenden Gegnern? Das hätten wir eigentlich auch schon mal früher machen können, ne? Weißt du was? Weißt du was? Weißt du was? So. Für dich. Gerne doch. Gerne doch. Okay. Jo, dann ist jetzt wieder mal die Frage. Hm, sieht schon ganz gut aus, ne? Ah, ist auch schon so ein bisschen am Leuchten. Cool, ja, ist wieder die Frage, wo wir jetzt als nächstes hin wollen oder sollen oder müssen. Hm.
Also eigentlich hatten wir diese Session ja in dieser Region hier angefangen, bei den Seen, Luma-Seen. Und da wussten wir aber nirgends, wie wir weiterkommen. Haben wir inzwischen irgendwas, was uns da helfen könnte? Weiß ich nicht. Bin mir nicht sicher. So richtig, ja, das Licht halt, aber das so richtig essentiell nutzt das nichts, oder? Oder man kommt da halt irgendwie hoch, vielleicht mit den Bubbles. Und ich weiß nur nicht wie. Ja, hier genauso. Weiß ich auch nicht, wie man da hochkommt. Ganz merkwürdig. Ganz merkwürdig ist das. Und die Windwüste. Ah, was war hier nochmal die Ansage? Was war da nochmal die Ansage? Ich will da nochmal eben gucken gehen. Da hieß es doch irgendwie, komm wieder, wenn irgendwas. Bin ich mal eben neugierig. Was war das nochmal? Ich verliere langsam den Überblick. Ja, und vor allem, wie kann man dann nochmal hoch? Das war auch noch so eine Sache hier. Ja. Oh, das Hahaha. Ja, das war so eine Sache. Ja, hahaha. Entschuldigung, ich muss da mal durch. Oh, oh, ein Stacheln. Oh je. Lalalalala. Och, alles wird gut. Alles wird gut. Wirf mir mal was. Wirf mir was, genau. Komm ich hier nämlich hoch. Jesus. Kann ich da? Nein, kann ich nicht. Ach ja, das hier gab es ja auch noch. Eins, zwei. Ah ja, geht nicht. Geht nicht. Direkt wieder so ein Endstress hier. Zwei und nein. Probier's nochmal von hier. Eins, zwei. Ah. Kann leider nur zweimal springen dann. Das ist ein bisschen schade. Aber irgendwie haben wir es ja geschafft. War das nicht so, dass ich mir hier von ihm noch was habe hochwerfen lassen, um das dann zu benutzen als... Naja. Als Steighilfe. Wenn das im richtigen Moment werfen würde... Ja, genau so. Ja, so nicht. Oder ich muss da hinkommen. Eins, zwei... Nee. Oh, ja, so geht's auch. Heilen können wir machen. Ich geh einfach zum Teleporter. Zack. Ja, es war das letzte Mal schon stressig, da hochzukommen. Danke für den Hinweis. Hab ich jetzt ziemlich übersehen. Oh, das war ja gemein jetzt. Ich das denn gemacht? Oder man muss halt echt dahin kommen, aber das ist so ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Okay. Komm schon! So ist es sicherlich nicht gedacht. So ist es sicherlich nicht gedacht. Moment. Eins, zwei. Und eins, zwei. Es geht nicht. Ich komme da nicht hoch, Mann. Warum ist das hier so scheiße? Und alles nur, damit wir da oben wieder merken, dass das eh nichts nutzt, weißt du? Ah, Mann, ey. Es ist so gemein. Geht nicht. Eigentlich ist das ja Sprinten, dem man da durch den Sand kommt, aber es funktioniert nicht. Nee, von hier aus komme ich da garantiert nicht hin. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Und das Schlimme ist, jetzt haben wir drei verschiedene Stellen, wo ich nicht weiß, wie ich weiterkomme. Das kann eigentlich nicht sein. Kann eigentlich nicht sein. Schlimm.
Schlimm, habe ich gesagt. Ganz, ganz schlimm ist das. Gut, mangels einer besseren Idee gehen wir jetzt nochmal hier hin, um festzustellen, dass wir da nicht weiterkommen. Und wenn wir da nicht weiterkommen, gehen wir zu den Luma-Seen, um festzustellen, dass wir da nicht weiterkommen. Dachte ich ja auch, aber irgendwie passierte es nicht im richtigen Moment. Ach ja, wir können jetzt ja hier einfach so machen. Sehr praktisch. Sehr praktisch. Aha, hier ist jetzt auch sowas. Nutzt es was? Ah! Kommen wir vielleicht damit jetzt? Ah, vielleicht an das Erz ran? Bin mir nicht sicher. Ups. Moment. Geh mal eben gucken. Also von wegen Erz. Hier ist ein Splitter und wir kommen ganz einfach ran. Damit lassen Feinde mehr Geisterlicht fallen, besitzen aber mehr Gesundheit und verursachen mehr Schaden. Ja, hier. Da ist also... ja, ja. Ein bisschen Masochismus ist auch schön. Ja. Nee, sehe ich nicht. War das hier gelangen müssen? Ja, ich glaube schon. Oder? Wo war die Küche? Nee, noch weiter nach rechts. Ah, Mist. Na, wirst du wohl. So. Ist da jetzt offen? Moment, ich muss mal ganz kurz was gucken. Ein Moment. Ist da jetzt offen? Waren wir hier schon? Hey? Ist das jetzt eine neue Behausung, die hier gebaut wurde? Schön. Hey. Au. Schön, au. Ja, ja. Genau das. Ah. Mit einer Energiezelle. Schön. Au. Sonst noch irgendwas? Oh. Hey. Ich kann die Sachen kaputt machen. Oh. Warum sagt mir das keiner? Oh mein Gott. Noch mehr plündern. Yay. Yay. Jetzt hier aber alle, ne? Ah, interessant, interessant. Ja, cool. Einfach mal so ein bisschen Bonus mitgenommen. Gefällt mir. Hui. Der kleine Hüpfer. Haben denn die Moki hier uns irgendwas zu erzählen? Niemand darf am großen Ausgucker vorbei. Ja, ja, aber das kennen wir doch schon. Du darfst passieren. Das ist sehr nett. Gut. Ja, und hier haben wir ja eigentlich diese von Hand zu Hand Quest, den nächsten Gegenstand gekriegt. Da weiß ich auch gerade überhaupt nicht, was wir als nächstes machen müssen. Wird sich wahrscheinlich zeigen. Finde jemanden, der eine warme Mahlzeit nötig hat. Also da würde sich ein kaltes Gebiet natürlich anbieten, ne? Ja. An sich ja. Naja, also eigentlich sind wir dann hier genau richtig. Hier, den können wir ansprechen. Das wird bestimmt funktionieren. Ich will hier durch, ne? Ich will hier durch. Wie könnte das denn funktionieren? Haha. Hier ist auch die Angel. Wird der Angel irgendwas machen? Nee. Nee, irgendwie nicht. So, und dann konnten wir hier halt noch irgendwie hoch. Wie funktionierte das? Ich glaube, hier rüber. Zack, zack. Genau. Hier ist auch irgendwie so ein komisches Dingsi. Stimmt, hier war ja was. Dem ich genauso wenig weiß, was man da machen kann.
So, nicht da runterrutschen, Alter, bist du denn Jack? Yo, das hier, das hatten wir. Ja, das haben wir gemacht, oh ja. Oh ja. Allerdings. Und das ist hier nämlich die Stelle, wo ich keine Ahnung habe. Warum kann ich denn hier nicht einfach durch? Das ist doch so eine dünne Planke eigentlich. Wundert mich. Wundert mich. Na, ist vereist. Meinst du, wir müssen das hier irgendwie aufwärmen? Und nicht die heiße Suppe drüber kippen? Feuer. Irgendwas mit Feuer. Feuerspucker müssen wir werden. Aber dagegen schießen? Wäre eine Möglichkeit gewesen, aber nee. Die Wache, nee, glaube ich nicht. Geisterschlag haben wir auch nie eingesetzt. Tja. Rechts ist auch nichts. Ne. Nö, 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 nö. Offenbar nicht. Echt merkwürdig. Echt merkwürdig finde ich das. Keine Idee. Naja, und dann gibt es halt noch den hier, ne? Luma sehen. Haben wir auch irgendwie alle möglichen Stellen ausprobiert, da irgendwie weiterzukommen. Hier unten ist eventuell noch was, aber ich glaube, da gab es auch irgendeinen Grund, warum wir da nicht hinkamen. Ich gehe nochmal hier hin. Tja. Pock, hast du irgendwas Neues gehört hier? Dennoch bin ich froh, dass die Moki trotz des Verfalls noch hier sind. Sie gedeihen geradewegs. Danke, Quolok. Ich wünschte nur, sie würden nicht ausgerechnet an meiner Angelstelle gedeihen. Ja. Angelstelle. Oh, genau. Hier ist er genauso am Angeln wie da die Angel, die wir im vereisten Gebiet gesehen haben. Aber what gives? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Und da oben möchte ich ran. Ich weiß aber nicht wie. Ja, ich hier so und dann... Oh mein Gott! Könnte das funktionieren? Moment. Sekunde. Ich war da ja fast dran. Ja, so. Wie habe ich das denn eben gemacht? Jump, Sprint und dann noch so ein bisschen. Jump, Sprint, noch so ein bisschen. Bestimmt mache ich das Spiel kaputt, wenn das funktioniert. Das ist nicht so gedacht. Oder kann ich von hier aus mit noch mehr Nee, da ist ja überhaupt kein Schwung. Nee, bei weitem nicht. Bei weitem nicht. Vielleicht kommen wir ja auch erst weiter, wenn wir ihm geholfen haben. Das könnte natürlich auch sein. Nicht bewegen, ja. Ein Netz. Ein Netz. Gegebenenfalls müssen wir es hier irgendwo finden. So. Bringe das Amulett zu Quolok. Ach so, das hat mir es nicht, hat mir es noch nicht gemacht. Offenbar nicht, ne? Wir müssen ihm einen neuen Handyvertrag besorgen. Ach so. Verstehe. Ja, easy. Das können wir machen. Da weiß ich jetzt, jetzt wo du das sagst, weiß ich direkt Bescheid. Weiß ich genau das Richtige. Ja, oder wir müssen halt hier die Bubbles da nach rechts bewegen, ne? Aber. Das ist aber ein bisschen zu weit entfernt, glaube ich. Das weiß ich nicht, ob das funktioniert. Ich gehe hier nochmal hoch. So, zack. Genau. Ne, darf ich auch irgendwie am Rum existieren.
Nachti, ja, stimmt, ist ja schon wieder soweit. Gute Nacht, Kabifu, danke fürs Dabeisein, danke für die Tipps. Und bis bald. Der Weg ist das Ziel, meinst du? Müssen wir uns wieder einbilden? Hier muss man aber auch irgendwie eine. Hier muss man auch bestimmt auch irgendwie eine Blase hinbewegen. Wenn wir das hier aktivieren würden, ne? Dann würde vielleicht eine Blase hier hochschweben und dann könnten wir sie nach da links bewegen. Aber wie zum Henker kann ich das hier aktivieren? Ist das vielleicht was? Ich will hier aus dahin. Irgendwie anschießen? Nee. Sieht ja auch so aus, als würde da irgendwas rausblubbern, ne? Fast. Gute Nacht, dunkler Magier. Gute Nacht schon mal. Ich werde auch nicht mehr so lang machen. Ich werde noch hier ein bisschen versuchen, rumprobieren. Bin noch auf die Schnelle was entdecken, was finden. Aber keine Ahnung, ob das von Erfolg gekrönt sein wird. Den Durchgang kennen wir auch schon, ne? Ja. Ja, den kennen wir auch schon. Ah, hier ist Vorsicht angesagt. Oh ja. Naja, genau. Und hier können wir uns auch was holen, aber das haben wir eigentlich auch schon eingesetzt. Oh oh. Gefährlich. Vielleicht finden wir hier ja irgendwo ein Netz. Wer weiß. Mal gucken. Oh. Oh, hier ist auch noch was zum Aufmachen. Oh, shit. Das könnte natürlich helfen. Da kann man doch... Oh, gibt's das vielleicht auch noch an anderen Stellen? Oh, da kann man... Bubbles erzeugen. Ach so. Und dann noch links. Kommen wir da auch weiter? Komm mal hier. Ich sag nicht, dass man hier einfach weiter kann. Ah, nee, hier gab's das. Ja. Na, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Mist. Ja, das war das, wo ich auch meinte, ah, da brauchen wir wahrscheinlich irgendwie einen Sprint fürs Wasser. Ob das tatsächlich so sein wird, weiß ich nicht. Aber das mit den Bubbles, die wir da aktiviert haben, das ist was Neues. Das werden wir uns jetzt angucken. So, und zack. Und dann kommen wir hier wahrscheinlich hoch, endlich. Oh mein Gott. Endlich geht's irgendwie weiter. Die Frage ist... Huch, wo ist denn das? War das von der Pflanze da unter Wasser? Wahrscheinlich. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, oh, wo wir wie hin müssen. Nee, nicht Blitz. Ich mach mal einen Blitz weg. Den brauche ich jetzt ja nun wirklich nicht. Hier, wieder Heilung drauf machen. Ja. Ich vermute mal, ich muss erstmal hier hin. Und dann sehen wir weiter. So vielleicht? Ja, könnte passen. Könnte reichen. Ah, da komme ich nicht ran. Kann halt auch sein, dass wir mit der Feder arbeiten müssen. Links nach rechts bewegen irgendwie. So, ja. Ah, aber ich glaube, hier waren wir schon sogar, ne? Oder? Haben wir hier? Doch, kann sogar sein. Mal auf die Karte gucken. Doch, kann sogar sein, dass wir hier schon waren. Ja. Ah, und von hier aus auf die nächste Bubble. Okay. Ah, da braucht man aber ein bisschen Timing. Schwierig. Wow. Oh, schade. Schade. Boah, die Luma sehen hier, die sind richtig... Schwierig, was so die Sprünge angeht, finde ich. So. Oh, genau. Hier bräuchte man Klebrigkeit, wa? Warte nochmal eben ab.
So, jetzt müsste die nächste kommen. Oder auch nicht. Naja, das war jetzt so halb erfolgreich. Zack. Boah. Na, wenigstens ist die beschwichtigende Musik da. Nein, ich hätte einen Sprint machen sollen, Mann. Ich verteile sie überall. Ich verteile sie überall. Boah, kann der mal weggehen da? Ach, egal. Oder? Jetzt brauchen wir ihn nicht mehr. Ja, komm, egal. Hui. Kleine Blase. Aber hoher Sprung. Zack. So. Und. Ja, so knapp, Mann. Ah, knapp. Schaffen das noch? Also jetzt will ich schon wissen, was da ist, weil das ist jetzt eine neue Situation, die wir haben. Dass wir jetzt überhaupt eine Ahnung haben, wie wir da hochkommen. Zack. Zack. Oh, erreiche ich das doch. Das geht. Jawohl. Oh Gott, ja. Ja. Haben wir wenigstens einen Speicherpunkt gekriegt, ich hoffe. Aha. So, und? Will der uns da? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, was er uns sagen wollte. Gut. Da rechts oben dürfte jetzt theoretisch nichts sein. Wir haben ja alles aufgedeckt auf der Map, ne? Spätestens hier haben wir einen Checkpoint. Schön. Schön. Aha. Da ist auch wieder was zum Aufmachen. Ja, nehmen wir doch den da. Hier. Ah, hier, mach mal da. Au. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Ich probiere es vielleicht mal anders. Nein, ich wollte es gerade grabben. Aber es ging nicht. Da, so, und dann... immer noch nicht gelangt, ne? Ah, Katastrophe. Geht das nicht auch anders? Kann ich da nicht einen Pfeil hinschießen oder so? Okay, das geht wesentlich einfacher. Da kann man sich den Stress sparen. Ja, das ist jetzt bestimmt wieder so ein Ding, wo man sich nach links oder rechts die... pusten kann, Mann. Hey, was soll man hier machen? Wieder auf B? Vielleicht. Boah, ich kann ja auch erstmal so machen. Stimmt. Das geht auch. Oh, die Energie würde ich gerne nehmen. Zack. So. Ah, deswegen. Ah, deswegen kann man ja auch hochspringen. Wir brauchen da eine Blase. Aber wir müssen natürlich auch selbst vor Ort sein. So. Ja. Nicht erreicht. Nein. So knapp. Nein, dann... Falscher Button. So. Nicht abschießen. Ich weiß, Ori, du bist inzwischen ganz wütend, dass nichts funktioniert, aber... Hey. Was will man denn machen? Hä? Aha, und da geht's irgendwie weiter. Da ist auch der nächste Stein. Mehrere nächste Steine. Weiß nicht, ob wir uns hier auch Blasen hin machen müssen. Ob wir Blubberbläschen erzeugen müssen. Zack. Und zack. Ach, weißt du was? Mal über so. Na. Aggressiver Dude. Na gut, der ist ja easy. Das ist kein Problem. Ja. Da ist natürlich wieder ein Portal. Podest meine ich natürlich. Das können wir aktivieren, aber ich werde jetzt kein Rennen machen. Nee. Ich hätte zwar gern das Licht, aber ganz ehrlich, nee, sehe ich nicht.
Sehe ich nicht. So, und jetzt? Na gut, also den kann ich mir erstmal holen, nehme ich an. Gut. Ich komme da nicht hoch. Doch. Doch, 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 doch. Und dann hätten wir noch... Okay, da oben ist noch ein bisschen Erz. Oh, da unten ist ein Stein. Mhm. Entschuldigung. Da unten ist ein Stein. Ja gut, dann müssen wir wohl zurück. Da hilft nichts. Ja, hilft nichts. Frage ist, ob wir hier lebend durchkommen. Ach so. Oh. Naja. Alles klar, lieber John, gute Nacht. Ich mache noch ungefähr wahrscheinlich 2 Minuten. Naja, ich probiere noch diesen Stein zu kriegen. Und dann ist gut für heute. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein auf jeden Fall. Und gute Nacht. Schlaf fein. Ja, wenn ich da irgendwie... Was könnte ich denn da? Kann ich so eine Blase da irgendwie mitnehmen? Das glaube ich eher nicht, dass ich da hierhin transportieren kann. Oder wir müssen das Wasser irgendwie steigen lassen. Kann ich mich mit einem Rocket Jump vielleicht? Das wird im Leben nicht funktionieren. Hui! Oh, in irgendeine Richtung wurden wir tatsächlich geschossen. Ah. In irgendeine Richtung wurden wir geschossen. Das kann aber irgendwie nicht so gedacht sein, oder? Vermutlich nicht. Nee, werden zur Seite geschossen. Kann ich vielleicht, naja gut, mit ein bisschen Körpereinsatz, aber von den Stacheln werden wir eher weggestoßen. Da kann ich nicht weiter nach oben, ne? Nee, das funktioniert nicht. Wie ist das denn gedacht? Kann ich ihn abschießen? Nee. Wie ist das denn schon wieder gedacht? Das ist ein Rätselwald, ist das hier. Ein Rätselsee. Wie in The Long Dark. Nee. Ja, ja. Oder man muss irgendwie von hier dann ran. Könnten auch mal gucken, ob wir hier weiterkommen. Ich mal eben schauen. Da gab es wahrscheinlich auch wieder irgendeinen Grund, dass wir da nicht weiter konnten. Weiß aber nicht mehr, was es war. Ach, die Steine. Ja gut. Könnte man auch nochmal probieren, ob man da irgendwie durchkommt. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Nee. Das sehe ich nicht. Das irgendwie schaffen. Die irgendwie kaputt machen, indem man hier was... Nee, indem man das hier mitnimmt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, man muss wirklich schnell sein. So schnell. So schnell werden wir im Leben nicht sein. Vielleicht kann man eine Blase mitnehmen und die Steine dadurch oben halten oder so. So eine Blase unter die Steine schieben. Nee. Nee, 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 nee. Das sehe ich nicht. Was ist das wieder für ein weißer Punkt? Mir ist schon mal so ein weißer Punkt aufgefallen. Achso, ist das vielleicht das hier? Ein Jump Pad? Könnte sein. Könnte eventuell. Menno, gib mir das. Ich will das hier kaputt machen. Nee, ist aber auch so ein Stein, den man eher von der anderen Seite kaputt machen kann. Ach so, Moment. Kann ich das hier? Kann ich das hier kaputt machen? Das ist ja sehr nett, dass er jetzt nicht Gas gegeben hat. Könnte man die dann nochmal aktivieren? Oh, so. Lock, lock, lock. Genau. Und dann gehen die doch irgendwann ab. Dachte ich eigentlich. Oh, danke. Vielen Dank. Gleich wieder tot, aber egal. Ach, ich kann die auch im Wasser greifen. Ich kann die auch im Wasser greifen. War mir das schon bewusst? Hatten wir das schon mal? Ja, dann weiß ich, wie ich den Stein erreiche.
gut, man kann die auch natürlich aus dem Wasser mit rausnehmen und dann kann ich mich sowieso abstoßen. Von daher, das wäre so oder so eine Option gewesen. Aber man kann das auch im Wasser mit den Raketen machen? Doch, ich glaube, mir ist das schon mal aufgefallen, oder? Kommt das gerade so bekannt vor? Ich glaube, mir war das schon mal aufgefallen. Das war auch so eine Revelation, das habe ich schon wieder vergessen. Wie schon tausendmal gesagt, es gibt irgendwann so viele verschiedene Skills und Eigenschaften, die man hat. Da komme ich durcheinander. Ja. So, darf ich denn jetzt hier mal zum Tor? Dankeschön. Zack. Gut. Und, was haben wir? Ah, der Baum. Gut. Ich wusste es. Drücke RB unter Wasser, um vorwärts zu schnellen. Sprinte dicht unter der Oberfläche, um in die Luft zu springen. So praktisch. So praktisch. Genau das habe ich vorhergesehen. Okay, alles klar. Hat er gespeichert, ich hoffe, weil ich würde jetzt hier an der Stelle einfach mal eine Pause machen für heute. Genau. Wir können auch zum Teleporter zurück und dann bei Zeiten hier nochmal gucken, dass wir in der Nähe aufräumen. Es ist ja nicht so weit weg. Und mit dem Sprint wird das ja auch jetzt auch alles schneller gehen. Ich bin sehr zuversichtlich. Dann machen wir das so. Das war wieder eine anstrengende Untersuchungsfolge, aber naja, was will man machen? Zack. Schön. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, Feierabend, erstens. Und zweitens, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein. Und wenn ihr das möchtet, sehen wir uns dann das nächste Mal wieder, dann vielleicht auch wieder mit ein bisschen mehr neuen Gebieten, die zu erkundschaften sind, weil jetzt haben wir hier wirklich wenigstens einen Plan, wie man hier weiterkommt. Es ist auch nicht auszuschließen, dass man dann in den anderen Gebieten irgendwie noch irgendeinen Skill braucht, um da voranzukommen. Das weiß ich nicht. Aber hier in dem Fall, ne, seht ihr ja, irgendwo hängt man dann fest. Braucht eigentlich noch etwas anderes. Naja, gut. Jedenfalls, vielen lieben Dank und bis demnächst dann. Macht es gut und tschüss.